Die Bundesrepublik Deutschland ist eine repräsentative Demokratie. Nach Artikel 20 des Grundgesetzes geht alle Staatsgewalt vom deutschen Volk aus. Aber wie genau wird der Bundestag eigentlich gewählt? Und wie setzt sich die Regierung zusammen? Alle 4 Jahre werden die 598 Abgeordneten, die im Bundestag in Berlin sitzen, neu gewählt. Wahlberechtigt sind hierbei alle Bürger mit einer deutschen Staatsbürgerschaft, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben. In der Regel bekommt jeder wahlberechtigte Bürger 4 bis 6 Wochen vor der Wahl eine Wahlbenachrichtigung mit genaueren Informationen über Wahltermin und Wahllokal zugesandt. Mit der Benachrichtigung besteht auch die Möglichkeit, die Wahl per Brief zu beantragen. Am Tag der Wahl oder im Vorfeld über die Briefwahl kann jeder Wähler über den Wahlzettel genau 2 Stimmen abgeben. Die sogenannte Erststimme und die Zweitstimme, welche jeweils über ungefähr die Hälfte der Sitze im Bundestag entscheiden. Mit der Erststimme wird derjenige Kandidat gewählt, der den eigenen Wahlkreis im Bundestag vertreten soll. Hierbei greift das Mehrheitswahlrecht. Das heißt, der Kandidat mit den meisten Stimmen zieht per Direktmandat in den Bundestag ein. Durch die Erststimme soll gewährleistet werden, dass jeder der 299 Wahlkreise im Bundestag vertreten ist und möglichst viele Interessen vertreten werden. Somit ist die erste Hälfte der Sitze im Bundestag vergeben. Die Zweitstimme entscheidet schließlich über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag, also darüber, wie viele der insgesamt 598 Sitze im Bundestag jeweils einer Partei zustehen. Erhält eine Partei nun zum Beispiel 15% der Zweitstimmen, so stehen ihr auch 15% der Sitze im Bundestag zu. Allerdings erhält nicht jede Partei, die eine Stimme erhalten hat, auch einen Sitz im Bundestag. Nur Parteien, die mindestens 5% der Zweitstimmen oder in 3 Wahlkreisen ein Direktmandat gewonnen haben, ziehen schließlich auch in den Bundestag ein. Vor der Wahl erstellen alle Parteien für jedes Bundesland eine sogenannte Landesliste, auf der die Personen stehen, die die Partei in den Bundestag schicken möchte. Stehen einer Partei nun nach Auswertung der Zweitstimmen zum Beispiel 60 Sitze zur Verfügung, so werden diese zunächst über die Direktmandate besetzt. Der Rest wird dann der Reihenfolge nach mit den Kandidaten der entsprechenden Landesliste aufgefüllt. Tritt nun der Fall ein, dass eine Partei durch die Erststimme mehr Direktmandate erhält, als ihr nach der Sitzverteilung durch die Zweitstimme zustehen, ziehen diese Direktmandate als sogenannte Überhangmandate trotzdem in den Bundestag ein. Geschieht dies, erhalten die anderen Parteien sogenannte Ausgleichsmandate, damit das Mehrheitsverhältnis der Zweitstimmen wieder stimmt. In der aktuellen Legislaturperiode sitzen so insgesamt 709 Abgeordnete im Bundestag, also 111 Abgeordnete über Ausgleichsmandate. Um beschlussfähig regieren zu können, werden mehr als die Hälfte aller Sitze im Bundestag benötigt. Hat keine Partei eine solche absolute Mehrheit erreicht, schließen sich mehrere Parteien zusammen und bilden eine sogenannte Koalition. Die Kompromisse der unterschiedlichen politischen Ziele der Parteien werden dann in einem sogenannten Koalitionsvertrag festgehalten. Im Anschluss wird auf Vorschlag des Bundespräsidenten in geheimer Wahl der Bundeskanzler von den Abgeordneten des Bundestags gewählt. Somit hat sich schließlich eine beschlussfähige Regierung gebildet, welche in ihrer 4-jährigen Legislaturperiode die Interessen des deutschen Volkes vertreten soll.